Geschichte des Computers beginnt im 19. Jahrhundert. Rechenmaschinen beflügeln die Industrialisierung, denn Ingenieure und Buchhalter haben jede Menge zu kalkulieren. Findige Tüftler bauen geniale Maschinen, um die neuen Aufgaben zu bewältigen. In einer Welt, die immer mehr von Zahlen getrieben wird. Es sind vor allem die Kriege des 20. Jahrhunderts, die neue Rechentechnik verlangen. Für ballistische Berechnungen, neuartige Waffen und für die Verschlüsselung militärischer Geheimnisse. Von all dem bekommen normale Menschen auch nach dem Krieg nichts mit. Bis zum Smartphone in der Hosentasche ist es noch lange hin. Einstweilen findet die digitale Revolution noch im Verborgenen statt. In der Bürowelt der 50er Jahre haben Rechenmaschinen einen festen Platz. Lochkartensysteme gibt es schon seit Anfang des Jahrhunderts. Sie funktionieren weitgehend mechanisch. Gestanzte Pappkarten speichern Daten für Buchhaltung, Lager und Auftragsverwaltung. Doch diese Datenverarbeitung kommt nicht ohne Menschen aus. Eine Armee an Angestellten ist nötig, um die Maschinen zu steuern, Lochkarten von A nach B zu tragen und einzulegen. Das ist langsam, fehleranfällig und kostet viel Geld. Bessere Maschinen müssen her. Diese normalen Saldierungsmaschinen oder Buchungsmaschinen, die konnten halt immer eine Operation für eine ganze Tabelle machen. Also das ist, kann man vielleicht vergleichen mit so Excel-Sheets. Und dann können Sie die Spalte festlegen, was soll mit den Spalten passieren. Zum Beispiel überall Faktor 2 multiplizieren und das einmal die ganze Spalte runter. Mechanisch runterrechnen, das funktionierte schon sehr gut. Aber richtig eine Programmierung in dem Sinne, dass man Verzweigungen hat, dass man Schleifen hat, dass man Variablen hat, das ging dann halt nicht. Die neuartigen Elektronengehirne scheinen wie geschaffen dafür, die mechanischen Rechenmaschinen zu ersetzen. Die Erfinder des ENIAC-Computers wittern ein Geschäft und bieten ab 1946 als erste Firma der Welt Computer zum Kauf an. Die Eckert-Morclay Computer Corporation. Aus ihrem ausschließlich militärisch genutzten ENIAC soll nun ein Universalrechner werden. Ein Werkzeug zur Lösung unterschiedlichster Probleme von Kunden aus der Wirtschaft. Viel gerechnet wird in der Autoindustrie, ebenso wie in Banken und Versicherungen. Der erste Kunde ist das Nationale Volkszählungsbüro. Dafür entwickeln Eckert und Morclay den Univac. Mit einem Gewicht von knapp 13 Tonnen wiegt er nur die Hälfte seines Vorgängers. Und er ist nicht so kompliziert. Die Arithmetik einer Volkszählung ist viel einfacher als vorher die komplexen Formeln der Wissenschaft. Doch etwas ist revolutionär am Univac. Zum ersten Mal werden Daten und Programme nicht mehr auf Lochkarten gespeichert, sondern auf Magnetbändern. Dadurch kann der Univac knapp 2000 Befehle pro Sekunde ausführen. Trotzdem stürzt das Projekt in eine Krise. Aufträge im Wert von über 1 Million Dollar liegen bereits vor, als ein potenzieller Investor bei einem Flugzeugabsturz stirbt. Um weiterbauen und liefern zu können, suchen Eckert und Morclay nach einem Käufer für ihre Firma. Und sie finden ihn. 1950 übernimmt Remington Rand die Geschäfte. Eine Firma, die sich vor allem mit Schreibmaschinen und Rasierapparaten einen Namen gemacht hat, vermarktet nun den Univac Großrechner. Now, here is where we get the answers. You can see that Univac is both fast and versatile. But most important is the assurance that Univac will give you the right answer. Unterdessen fährt ein junger Physikstudent aus Frankfurt mit seinem Moped durch den Westerwald. Auch er wird die Computergeschichte nachhaltig beeinflussen. Doch dazu später mehr. Auf der anderen Seite des großen Teichs wird schließlich gerade Weltgeschichte geschrieben. Musik.
Am 4. November 1952, Wahlnacht in den USA. Good evening, everyone. This is Walter Cronkite speaking to you from CBS Television Election Headquarters here in New York City. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Republikaner Dwight D. Eisenhower und dem Demokraten Adlai Stevenson. Der Sender CBS will zum ersten Mal vorführen, wie ein UNIVAC-Computer die Wahlprognosen berechnet. Die herkömmlichen Hochrechnungen lassen auf einen Sieg von Stevenson schließen. Doch der UNIVAC ist anderer Meinung und sagt einen erdrutschartigen Sieg für Eisenhower voraus. Der Fernsehsender rückt nur zögerlich die Computerergebnisse heraus. Aber der UNIVAC behält recht. Eisenhower siegt mit weitem Abstand. Und die live übertragene Wahlsendung bewirkt noch etwas. Der UNIVAC wird in Amerika quasi über Nacht zum Sinnbild des Computers. Der Remington-Rechner gewinnt immer mehr Unternehmen als Kunden. Traditionelle Büromaschinenhersteller zittern, selbst der Marktführer. Doch International Business Machines, kurz IBM, wird die Zeichen der Zeit erkennen und bald zum erfolgreichsten Player auf dem neuen Markt werden. Seit 1915 ist Thomas Watson Senior Präsident von IBM. Er hat von den neuen Business-Rechnern gehört, ist aber davon überzeugt, dass Computer etwas für Wissenschaftler sind. Sein Sohn, Thomas Watson Jr., ist anderer Meinung. Seit die US-Volkszählungsbehörde einen UNIVAC hat, werden viele IBM-Büromaschinen abgeschafft. Eckert und Mauchly haben einige Jahre zuvor auch IBM das gesamte UNIVAC-Projekt zum Kauf angeboten. Doch das Kartellrecht verhindert den Zusammenschluss der beiden Firmen. Thomas Jr. schafft es, seinen Vater zu überzeugen, dass IBM mit eigenen Produkten in den Markt einsteigen muss. Zwar werden ab Anfang der 50er eigene Computer gebaut, doch wieder nur für Wissenschaft und Militär. Als Watson Senior 1952 die Geschäftsleitung an seinen Sohn übergibt, beginnt der Kampf gegen die Vormachtstellung des UNIVAC. Die erste eigene Plattform für Business-Anwendungen heißt IBM 650. Doch technisch ist die Maschine dem UNIVAC unterlegen. Sie arbeitet noch mit Lochkarten und ist deswegen viel langsamer als der UNIVAC mit seinen Magnetbändern. Doch genau dieser vermeintliche Nachteil erweist sich für IBM als Vorteil. Wer den UNIVAC kauft, muss nämlich komplett auf Magnetband umstellen. Langjährige IBM-Kunden, die seit jeher Lochkarten benutzen, binden den IBM 650 dagegen einfach ins bestehende System ein. So wird er zum beliebtesten Bürorechner der 50er Jahre. Und IBM hat noch ein Ass im Ärmel. Die Traditionsfirma verfügt über ein hervorragendes Vertriebssystem. Die Vertreter, die bisher Lochkartenmaschinen und Zeiterfassungsapparate verkaufen, bringen nun auch Bürorechner an den Mann. Wenn ein IBM-Kunde ein Problem hatte und dort anrief, war ganz schnell einer da, um es zu beheben. Und er blieb, bis das Problem gelöst war. Das hat IBM diesen Ruf eingebracht, der jahrzehntelang ihr Markenzeichen war. Du konntest dich darauf verlassen, dass sie dir ein Produkt liefern, das auch funktionierte. Das spielt heute keine Rolle mehr. Geht ein modernes Gerät kaputt, schmeißen wir es einfach weg. Es gibt ja schon ein neues Modell. Man hat keine Bindung mehr zum Produkt. So avanciert der alte Hase IBM in kürzester Zeit zum Marktführer der jungen Computerbranche. Hier ist das ARD-Wahlstudio im Westdeutschen Rundfunk Köln. Sie sehen Berichte und Ergebnisse von der Bundestagswahl 1965. Guten Abend. Bei der Bundestagswahl 1965 überträgt die ARD erstmals die Hochrechnungen eines Computers. Wie sich die Bilder gleichen. Rudolf Rodinger, auf Sie wartet die Möglichkeit, durch eine wissenschaftliche Vorausberechnung schon jetzt Hinweise auf das Endergebnis zu erhalten.
oder Frohlinger, Bad Godesberg, bitte melden. Ja, ich dränge schon. Ich habe schon versucht, quer zu rufen. Der Computer, neben dem ich hier stehe und den ich nun im Auge zu behalten habe, hat schon etwas gewagt. Die Leute, die ihn füttern mit kleinen Löchern statt Zahlen und Namen, legen natürlich großen Wert darauf, dass dies nicht eine exakte Schätzung ist. Aber in dem Spielraum von 3% sagt er voraus, dieser Computer, dass die CDU-CSU zwischen 43 Der IBM-Rechner sagt das Endergebnis ziemlich genau voraus. Trotzdem herrscht Skepsis. Nehmen Sie diese Zahlen nicht als amtlich. Verbindlich sind allein unsere Ergebnisse. Rudolf Rohlinger, bitte melden. 12. Wird das mitgeschrieben oder muss ich das mitschreiben? 12 mitgeschrieben? Über Jahrzehnte hat der IBM-Konzern bei Innovationen die Nase vorn. Aus seiner Forschungsabteilung kommt später vieles, was nachhaltig die Computergeschichte beeinflusst. Festplatten. Disketten. Geldautomaten. Und schon in den 50ern etwas, das allerdings vor allem Insider zu schätzen wissen. Eine Programmiersprache. Programmiersprachen dienen dazu, einem Computer beizubringen, was er tun soll. Der kennt ja nur Einsen und Nullen. Wir denken aber in Wenn und Aber. Mach dies, mach das. Damit Rechner uns verstehen, erfand der Deutsche Konrad Zuse schon in den 40er Jahren die Sprache Plankalkül. Zuses Plankalkül wird ja gerne so als erste höhere Programmiersprache gehandelt. Ich denke, damit liegen wir auch richtig. Und das Problem hatten eigentlich alle Computerentwickler. Wenn sie einen der ersten Computer programmieren wollten, wie sah das aus? Sie mussten im Prinzip jeden Befehl in Maschinensprache, sprich in Nullen und Einsen als Lochkarten, einzeln an die Maschine weitergeben. Das war natürlich unglaublich fehleranfällig und man hat schon sehr früh sich Gedanken darüber gemacht, wie kann ich denn eventuell die Maschinenbefehle durch eine höhere, vielleicht auch verständlichere Sprache, Programmiersprache ersetzen. Und da hat Zuse von 42 an sich schon Gedanken gemacht, wie er auch für seine Z4 dann eine höhere Programmiersprache einsetzen kann. Zuses Plankalkül könnte die Eingabe von Programmen zwar erleichtern, doch niemand wird darauf aufmerksam. Wieder wird es eine Erfindung von IBM sein, die das Schreiben von Computerprogrammen revolutioniert. Bei IBM schlägt der Ingenieur John Backus eine Technik vor, die Geschichte macht. Die Computer dieser Zeit füllten ganze Zimmer aus und nur ein paar Firmen und das Militär nutzten sie. Sie waren in Maschinensprache kodiert, was sehr kompliziert war. Einige Leute bei IBM entwickelten dann die Programmiersprache Fortran, Formula Translation. Sie erlaubte das Schreiben von Programmen, die nach algebraischen Gleichungen aussahen, die wiederum viele Menschen verstehen konnten. Das hat die Nutzung der Computer für die Wissenschaft wirklich umgewälzt. In einem Interview verrät John Backus, warum er Fortran entwickelt hat. Das hat mit meiner Faulheit zu tun. Ich konnte das Programmieren nicht leiden. Also machte es sich und anderen Programmierern leichter. Die Amerikaner erfanden dann noch die Programmiersprache COBOL, Common Business Oriented Language. Sie erlaubte es, Geschäftsanwendungen zu programmieren, ohne die Maschinensprache zu beherrschen. COBOL wird heute noch verwendet. Sie hat die Nutzung der Computer erweitert und bedeutete eine Revolution, die man nicht erwartet hatte. Nachdem die beiden Sprachen erschienen waren, wurden sie schnell von den Leuten akzeptiert, weil sie merkten, dass sie das Programmieren so sehr vereinfachten. Obwohl sie den Computer etwas langsamer machten, dass es kein Zurück gab. Heute verwenden wir die Nachfahren dieser beiden Sprachen. Die Idee der vereinfachten Computersprachen nimmt in den 60ern rasant Fahrt auf. Inzwischen gibt es mehrere tausend Programmiersprachen für die unterschiedlichsten Zwecke.
die Verwaltung von Datenbanken, die Arbeit mit mathematischen Formeln, den Bau von Webseiten, aber auch solche, mit denen angehende Informatiker das Programmieren leichter lernen. Im Alltag normaler Amerikaner spielen Programmiersprachen, Magnetbänder und die neuesten Computermodelle ebenso wenig eine Rolle wie auf unserer Seite des Atlantiks. Im wiedererblühenden Deutschland steht anderes im Vordergrund. Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Es ist die Zeit des Wirtschaftswunders. Trotz Marshallplan tragen Unternehmen und Universitäten noch Narben des Krieges. Die wenigen Computerfachbücher stammen aus den USA. Aber es herrscht Aufschwung. Und den will ein ehrgeiziger Frankfurter Student nutzen. Er will einen Markt erobern, den bisher Großkonzerne wie IBM dominieren. Tatsächlich wird der junge Mann jahrzehntelang die Computerwelt beeinflussen. Sein Name? Heinz Nixdorf. Hier ist er gerade auf dem Weg zu seinem ersten Kundengespräch mit den Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerken, kurz RWE. Nixdorf hat Erfolg. 1952 bricht er sein Physikstudium ab, um sich mit dem RWE-Geld selbstständig zu machen. Sein Labor für Impulstechnik in Essen soll die Datenverarbeitung des Stromkonzerns modernisieren. Mit Computern, die schneller, kleiner und preiswerter sind als die raumgroßen Monster der Konkurrenz. Nixdorf lässt keine Zweifel daran, dass ihm das auch gelingen wird. Heinz Nixdorf war in erster Linie ein Leistungsmensch, der von seinen Mitarbeitern unbedingte Einsatzbereitschaft forderte, aber sie auch zugleich immer wieder förderte und anspornte. Das ist, denke ich, erstmal ein wesentliches Charakteristikum von Heinz Nixdorf. Also der sich gerne im Wettbewerb wiederfand, der Einsatzbereitschaft forderte und volle Leistung für das Unternehmen. Auch im Privatleben war Nixdorf ein Leistungsmensch, der den Wettbewerb ständig suchte und auch fand. Als er beispielsweise im Segelsport, den er ja auch noch im hohen Alter betreiben konnte und sich dort auch mit der Weltspitze messen konnte, suchte Nixdorf auch den Wettstreit und den Wettkampf. Der Fleiß zahlt sich aus. Die elektronischen Buchungsmaschinen finden reißenden Absatz. Nixdorfs Betrieb wächst rasant und braucht bald mehr Platz. 1958 zieht die Firma schließlich nach Paderborn. Während IBM die Saturn-V-Rakete erfolgreich auf den Mond steuert, peilt Nixdorf mit seinen Geräten eine eher bodenständige Kundschaft an. Nixdorfs Idee bestand darin, eben kleinere Computer dem Mittelstand anzubieten, sodass auch dort die elektronische Datenverarbeitung Einzug halten konnte, sodass man dort auch Rationalisierungseffekte hatte. Und diese Möglichkeit nutzte Nixdorf und schuf sich sozusagen seinen eigenen Markt dadurch. Im Mittelstand sorgen Computer für schwere Umwälzungen. Bürokaufleute werden so Datentypisten. Nicht jeder findet das so toll, wie es die Werbung suggeriert. Nixdorfs Erfolg tut das keinen Abbruch. Aus der Fabrik in Paderborn wird ein Weltkonzern. Anfang der 70er hat Nixdorf Produktionsstätten in 22 Ländern rund um den Globus. Man setzt auf bezahlbare Rechner und Kundendienst. Für deutsche Mittelständler zählt auch, dass neue und alte Technik zusammenpassen. Das System der Nixdorf-Rechner ermöglicht es den Kunden, mit geringen Investitionen ihre Computersysteme aufzurüsten. Nixdorf-Rechner sind nach einem Baukastenprinzip aufgebaut. Wer zum Beispiel bisher seine Daten mit Lochkarten einliest, kann die alte Lochkarteneinheit einfach durch eine moderne Magnetbandeinheit ersetzen. So können Nutzer ihre gewohnten Arbeitsabläufe beibehalten. Beim Baukastenprinzip sind elektronische und mechanische Teile als Module austauschbar. Wenn etwas kaputt geht, können Kunden solche Module innerhalb weniger Minuten einfach selbst auswechseln. In
Interessant ist das vor allem für Systeme, die ständig verfügbar sein müssen. Elektronische Kassen und Banksysteme. 1978 steht der erste automatische Geldautomat in Köln. Der Schriftzug Nixdorf prangt bald auf so gut wie jedem Bankautomat. Doch in den 80er Jahren dringen PCs in Nixdorfs Domänen vor. Die Preise für Hardware fallen. Der deutsche Pionier hält trotzdem an eigenen Komplettlösungen fest. Die Konsequenzen wird Heinz Nixdorf nicht mehr erleben. Die Computermesse CeBIT im Jahr 86 ist seine letzte. Dort hatten die Leute Cowboyhüte auf, waren verkleidet. Es wurde ausgelassen gefeiert. Und in den späten Abendstunden erlitt Heinz Nixdorf dann einen Herzinfall. Diese Nachricht sprach sich natürlich wie ein Lauffeuer herum. Und am Folgetag wurde dann von der Messeleitung auch eine Schweigeminute um 12 Uhr angesetzt. Und ja, ich sag mal, dieses ansonsten doch durchaus pietätlose und auch geschwätzige Publikum hielt diese Minute ein. Man spürte auf dieser Messe, dass Deutschland quasi den Vorzeigeunternehmer in dieser Zukunftsbranche Computer verloren hatte. Und man hatte keinen Ersatz für ihn. Der Gründervater fehlt. Der Erfolgskonzern mit einer jahrzehntelangen Geschichte gerät ins Straucheln. Diese Figur, Heinz Nixdorf, diese Unternehmerfigur zu ersetzen, das gelang einfach nicht. Das Unternehmen war eben auf Heinz Nixdorf zugeschnitten als Patriarch. Und dazu kam dann eben noch, dass die Gesamtbranche im Computerbereich war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre unter einem immensen Wettbewerbsdruck. Die Bankenkrise Ende der 80er Jahre führte dazu, dass auch in diesem Segment Nixdorf weniger Computer absetzen konnte und eben, ja, wenn man so will, eine verfehlte Personalpolitik in den Jahren von 1986 bis 88 führte dazu, dass immense Lohnkosten eben im Unternehmen gestemmt werden mussten, die aber dann kaum noch erwirtschaftet werden konnten. 1990 kauft Siemens die krisengebeutelte Firma. Die neue Marke Siemens Nixdorf bleibt bis zum Ende der 90er Jahre der größte Computerhersteller Europas. Doch kehren wir zurück in die 50er. Zu zwei weiteren Grundsteinen der digitalen Revolution. Transistorradios, das war nun wirklich mal ein Fortschritt, den jeder toll fand. Wer das Bauteil namens Transistor erfunden hat, darüber streiten die Gelehrten. Vermarktet werden Transistoren jedenfalls von den Bell Labs. Und die stecken bald in Telefonen, Radios und überall, wo man einen Verstärker braucht. Man könnte sie auch in Computern einbauen. Doch dafür sind sie erstmal nicht gedacht. Diese ganzen Entwicklungen sind, also beispielsweise die Erfindung des Transistors, ist nicht gemacht worden in erster Linie, um einen Computer zu bauen. Sondern das waren Entwicklungen, die man gemacht hat, um mit Telekommunikation Geld zu verdienen. Weil es war in Amerika ein großes Land, ein Riesenproblem, wenn man Ostküste mit Westküste verbinden wollte, dass man die Signale nicht verstärken konnte. Und aus diesen Gründen sind Transistoren in Amerika entwickelt worden. Dabei könnten Transistoren in Computern dasselbe wie beim Radio, die gute alte Röhre ablösen. Die Halbleiter können Stromkreise öffnen oder schließen. Genau wie die bisher üblichen Röhren, nur fünfmal schneller. Sie sind kleiner und werden nicht so heiß. Doch es gibt ein Problem. Die haben falsch gerechnet, die Transistorrechner anfangs, wenn sie zu hoch getaktet waren. Und man wusste nicht genau, woran das liegt. Bei der Röhre, die ist einfach irgendwann kaputt gegangen und man hat sie ausgetauscht. Und bei den Transistoren gab es eben tatsächlich Ausfälle, die man sich nicht erklären konnte, weil man auch nicht genau wusste, was jetzt in dem Halbleiter eigentlich passiert. Die Verbindung der kleinen Bauteile mittels Kabel oder Drähten erreicht irgendwann eine Grenze. Es gibt Kurzschlüsse oder unsaubere Lötstellen. Die Forscher der Firma Texas Instruments gehen einen völlig neuen Weg. Sie stellen ganze Gruppen von Bauteilen auf einmal her und geben ihnen durch chemische Kniffe, wie Wegätzen oder Aufdampfen von Metall, ihre Eigenschaften.
Komplette Schaltkreise bringen sie so auf einem kleinen Stück Silizium unter. Ja, wenn ich jetzt schon ein Halbleitermaterial habe, dann kann ich auch 1, 5, 10, 100 Transistoren darauf unterbringen und spare natürlich unglaublich viel Platz. Ich spare unglaublich viel Verdrahtung. Und das war letztlich natürlich die Technologie, die auch notwendig war, um die Miniaturisierung der Computertechnik voranzutreiben. Das müssen Sie sich ja auch noch mal klar machen. So in den 50er Jahren waren Computer riesige Kisten. Tonnenschwer, die konnten sie nicht einfach durch die Gegend transportieren. Die integrierten Schaltkreise oder ICs heißen bald Chips und sie werden immer kleiner. Die Miniaturisierung lässt die Chips so sehr schrumpfen, dass heute ganze Computer an unsere Handgelenke passen. Anfang der 70er Jahre stecken ein paar tausend Transistoren in einem Chip. Heute über 1 Milliarde. Zum ersten Mal in der Technikgeschichte werden Maschinen gleichzeitig kleiner, leistungsfähiger und billiger. Dank Chips wird es möglich, Elektronik in Massen zu fertigen. Zu den Folgen kommen wir später. Beflügelt wird die Miniaturisierung seit Ende der 50er durch militärische Anforderungen. Der Kalte Krieg ist auf seinem Höhepunkt. Interkontinentalraketen, die die Sowjetunion in Schach halten sollen, können mit veralteten Röhrencomputern nicht funktionieren. Das Pentagon steckt Milliarden in Forschungsvorhaben, die Steuerungssysteme kleiner und zuverlässiger machen sollen. Dann passiert 1957 das. Die Sowjetunion zeigt der Welt mit dem Satelliten Sputnik, was wahre Hightech ist. 1957, als der Sputnik-Schock dann auch die Amerikaner wachgerüttelt hat, dass man sich an diesem Wettlauf ins Weltall beteiligen wollte, da war die erste Erkenntnis, dass das mit den Computern, die es zu der Zeit gab, völlig undenkbar war. Man konnte keine Relais- oder Röhrenrechner mit in der Rakete in den Weltraum nehmen. Insofern war da ein hoher Forschungsdruck, dass man zuverlässige elektronische Schaltungen entwickelt, die leicht sind, zuverlässig und leicht, und mit der man auch mal eine Mondfähre steuern kann. 1961 legen die Sowjets nach. Juri Gagarin umrundet in einer Raumkapsel als erster Mensch die Erde. Präsident Kennedy will das übertrumpfen. Das Space Race, das Rennen um den Weltraum, beginnt. Die USA stecken jetzt Milliarden in Forschung, die helfen soll, den Mond zu erobern. Der Wettlauf ins All war sehr interessant, da Raumfahrzeuge absolute Ansprüche an Größe, Gewicht und Verbrauch erfordern. Es stand viel Geld zur Verfügung, um die Forschung zur Miniaturisierung der Computer zu finanzieren. Es gab schon immer Rechenapparate in der Raumfahrt, aber eher mechanische. Sie wollten nun etwas, das klein war. Außerdem muss man die Elektronikindustrie dieser Zeit verstehen. Wenn man einen Fernseher kaufte und der ging kaputt, brachte man ihn ins Geschäft. Er wurde repariert und man nahm ihn wieder mit, wie beim Auto. Das geht beim Raumfahrzeug nicht. Es muss funktionieren da oben im All. Wenn es kaputt geht, hast du ein echtes Problem. Also bestand die Raumfahrtindustrie auf Zuverlässigkeit. Wenn man sich moderne Telefone oder Computer ansieht, würde ich nicht sagen, dass sie zu 100% zuverlässig funktionieren. Aber Geräteausfälle sind selten. Und das verdanken wir der Raumfahrt. Und die Hardware fällt nicht aus. 12 Jahre nachdem Sputnik die Erde umrundet hat, wagen die USA den Start zum Mond.
Mit dem damals kleinsten Computer der Welt landet die Besatzung der Apollo-11-Mission 1969 auf dem Mond. Ohne Backup-System. Und mit einer Rechenleistung, die jeder moderne Taschenrechner übertrifft. This is Apollo Control Houston at 105 hours. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ein großer Sprung auch für die Chiphersteller. Hello, Eagle Houston, we're standing by, over. Als der Chip erfunden wurde, kaufte das US-Militär Tausende davon. Zu einer Zeit, als die Industrie noch nicht sicher war, ob Chips etwas wert waren oder nicht. Und dieser Massenankauf trieb den Preis nach unten. Als er schließlich unten war, konnte keiner widerstehen. Während Computer ins All fliegen und Chips den Massenmarkt erobern, fordert der Kalte Krieg einmal mehr die Kreativität von Forschern heraus. Schon seit dem 19. Jahrhundert überziehen Telegrafen und Telefonleitungen die gesamte Fläche der USA. Seit den 1940ern werden diese Netze maschinell gesteuert. Das sorgt für blitzschnelle automatische Vermittlung und stabile Verbindungen. Es gab nur wenige Gründe, nach einer Alternative für dieses Telefonsystem zu suchen, weil es so gut funktionierte, auf seine Art. Man konnte Nachrichten auch per Fernschreiber übermitteln. Und man konnte etwas per Fernschreiber senden und damit den Computer programmieren. Die Idee des Netzwerkes verstand man damals noch nicht. Vom Fernschreiber ist es nur ein kleiner Schritt zum vernetzten Computer. Ein Modem wandelt die Daten in Töne um und schickt sie einfach über die Telefonleitungen zum Empfänger. Der macht aus Tönen wieder Computerdaten. Durch Modems wird es sogar möglich, dass mehrere Nutzer gleichzeitig auf denselben Computer zugreifen können. Dieses revolutionäre Vorgehen nennt sich Timesharing, also das Teilen von Rechenzeit. Damals sind Computer unfassbar teuer. Doch dank Timesharing muss man keinen kaufen, sondern leiht sich seine Rechenpower nur mal kurz aus. Die militärische Forschungsagentur der USA, ARPA, testet Timesharing erfolgreich. Nachdem die Sowjets mit dem Sputnik den Weltraum erobert haben, setzt die Regierung Eisenhower auf Bündelung aller technischen Mittel. Einige Visionäre kamen auf die Idee, dass diese Maschine nicht nur traditionell geschäftlich oder wissenschaftlich genutzt werden könnte, sondern als sogenannter verbesserter Menschenverstand. Ein Harvard-Psychologe namens J.C.R. Licklider schrieb ein paar bahnbrechende Artikel, in denen er den Rechner, obwohl der Name Mathematisches impliziert, als Kommunikationsgerät betrachtet, nicht nur als Mathematik- oder Geschäftsgerät. Er schrieb diesen maßgeblichen Artikel und bekam viel Geld vom amerikanischen Verteidigungsministerium. Damit finanzierte er seine Forschungsarbeiten. Grundlegende Forschung, um Computer miteinander zu verbinden. Licklider ist Chef der ARPA-Informationsabteilung. Er tauft seine Idee zunächst Intergalactic Computer Network. Auch wenn es mit intergalaktisch erstmal nichts wird, entsteht unter dem Namen ARPANET tatsächlich ein weit verteiltes Computernetzwerk. Die 50er, eine Welt am Draht. Nahezu jeder Ort der Erde ist per Überlandleitung oder Unterseekabel erreichbar. Doch die Militärs sind besorgt. Der Zweite Weltkrieg hat deutlich gezeigt, wie wichtig eine stabile Kommunikation für die militärische Führung ist. Das Kabelnetz der USA überspannt eine Fläche von rund 9 Millionen Quadratkilometern. Ein sehr großes Ziel.
Das hat also auch einen Hintergrund, weil man darüber nachgedacht hat, wie im Falle eines russischen Atomangriffs, wie man eine zuverlässige Netzwerkstruktur schaffen kann. Also wenn ein wichtiges Zentrum ausfällt, habe ich eine Möglichkeit, trotzdem beispielsweise auf Rechner zuzugreifen, die Raketensteuerungen übernehmen. War also ein ganz wichtiges Thema. Darum kümmern soll sich die RAND Corporation, eine Forschungseinrichtung im Dienste der Regierung. RAND-Ingenieur Paul Barron schlägt ein neues Netzwerkprinzip vor. Bisherige Telefonnetze sind entweder zentralisiert oder dezentral angeordnet. Die Punkte sind Verteilerstationen, die Striche Verbindungen zwischen ihnen. Fallen Verbindungen oder Verteilerknoten aus, bricht das Netz zusammen. Barron schlägt deshalb ein verteiltes Netz vor, in dem alle Verbindungen und Knoten gleichberechtigt sind. Selbst wenn die Hälfte des Netzwerks fehlt, kann der Rest noch weiter kommunizieren. Statt starrer Routen können Daten mehrere Wege zum Ziel nehmen. Doch große Datenmengen brauchen so sehr lange. Barrons Antwort auf dieses Problem? Die Daten werden in kleine Pakete aufgeteilt und erst beim Empfänger wieder zusammengesetzt. So wird die Datenlast auf das ganze Netz verteilt. Die Informationen gelangen schneller von A nach B. 1964 arbeitet Barron zusammen mit der Programmiererin Charla Böhm an einem Simulator für das ARPANET. Die Logik der Informationsverteilung entwickelt sie in der Programmiersprache Fortran. 5 Jahre später startet ein Feldversuch. 4 Universitäten werden miteinander vernetzt. Licklider's Vision wird Wirklichkeit. Ein weiteres Jahr später hängen schon 23 Teilnehmer am ARPANET. Vor allem Universitäten. Das Netz wächst und wächst. Nicht mehr lange und das ARPANET bekommt einen neuen Namen. Internet. Auch eine Region im Süden Kaliforniens wird einen neuen Namen erhalten und eine enorme Verwandlung erleben. Die Aprikosenhaine um Palo Alto werden in nur wenigen Jahren Fabrikhallen und Bürokomplexen weichen. Und der ganze Landstrich unter dem seltsamen Namen Silicon Valley in die Computergeschichte eingehen. Silicon Valley. Der Entstehungsmythos Silicon Valley. Als Historiker finde ich es schade, dass in der öffentlichen Wahrnehmung alles mit dem Personal Computer beginnt, als Apple auftaucht und damit Silicon Valley. Es fing schon viel früher an. Wann also hat sie angefangen, die Geschichte des Silicon Valley? Vielleicht in der Zeit des Goldrauschs? Vor über 160 Jahren, als sich jede Menge Unternehmergeist hier ansiedelte? Vielleicht auch 1885, als Leland Stanford eine Universität gründete, die zu einer der Elite-Unis für die Technologiebranche avancierte. Oder 1939, als die Stanford-Absolventen Hewlett und Packard, Achtung Klischee, in einer Garage die erste Technologiefirma der Gegend gründeten. Oder etwa im Jahr 57, als 8 Ingenieure ihren launischen Chef sitzen ließen, die Firma Fairchild Semiconductor gründeten und erstmals Halbleiter aus Silizium in jenem Tal herstellten, das heute nach dem englischen Wort für Silizium Silicon Valley heißt. Vielleicht kann aber auch James McNiven weiterhelfen. Chef von Bucks of Woodside, dem Restaurant, das im Valley schon alle Großen gesehen hat. Im Bucks, wo seit einem Vierteljahrhundert Ideengeber ihre Geldgeber zum Business-Lunch treffen, wo milliardenschwere Hypes verkauft oder vorzeitig beerdigt werden. Dort, wo man es krachen lässt, wenn die Firma bankrott geht. Wir hatten ja eigentlich schon alles an Märkten. Die Eisenbahn, Immobilien, Schiffsbau, Filme, Orangen. Jetzt ist eben das neue Zeitalter mit all seinem Glanz. Also wenn du ein Teil davon sein willst,
Hier bist du richtig. Silicon Valley ist großartig, weil uns die ganze Welt erzählt, dass wir etwas Besonderes sind. Wir sind wie der Kanye West der Geschäftswelt. Wir sind angesagt. Und das schon seit einer ganzen Weile. Der Personal Computer hat uns bekannt gemacht. Das Internet sicherlich auch. Und nun eben alle Apps und so weiter. Mittlerweile reihen sich überall uniforme Gebäude ohne besonderen Flair aneinander. Der Ursprung des Silicon Valley-Phänomens ist hier sicher nicht zu finden. Dann schon eher beim ehemaligen Militärflughafen im Herzen des Valleys. Heute forschen hier NASA und Google. Im Zweiten Weltkrieg erprobt am Moffett Airfield die Navy ihre Technik. Man hatte da also auch Firmen wie Lockheed, die eben auch an Elektronikforschung interessiert waren. Und auch in diesem Umfeld haben sich dann Firmen angesiedelt, die speziell auch für das Militär während des Zweiten Weltkriegs auch Equipment produziert haben. Solches Equipment für die Luftaufklärung und Kommunikation tragen im Zweiten Weltkrieg noch Luftschiffe. Doch die sind nach dem Ende des Krieges überflüssig geworden. Als die Navy ihre Luftschiffe 1947 einmottet, bleiben die Spezialfirmen trotzdem. Das lockt auch private Investoren an. Militär und Industrie arbeiten Hand in Hand. Was ihnen fehlt, ist wissenschaftlicher Input. Da gab es eine unglaublich gute Universität mitten im Silicon Valley, Stanford University. Und da gab es zur richtigen Zeit auch das richtige Personal, die richtigen Ideen hatten. Nämlich, dass man die Forschungsarbeit, die dort stattgefunden hat, dass man das mit Industrieausgrenzungen verknüpft. Man hat einen Industriepark gegründet. Das hat dann auch dazu geführt, dass immer wieder eine Kooperation zwischen Industrie und Universität stattgefunden hat. Und wenn dann so eine Keimzelle da ist, dann sind teilweise auch von den Bell Labs an der Ostküste dann auch gute Leute abgezogen und dann ins sonnige Kalifornien gezogen. Eine Keimzelle ist entstanden. Und das Zeitalter, in dem außer Militärs, Forschern und Unternehmern niemand etwas mit Computern anfangen kann, neigt sich dem Ende zu. Bald schreiben neue Genies im Silicon Valley Geschichte. Nicht in Labors, sondern in Garagen.